So, und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt. Ja, wie ihr hier lesen könnt, spielen wir das schwarze Auge Dämonikon oder Dämoniken oder Dämonizon oder Dämoni, wie auch immer, ne? Weißt du, kannst du lesen? So. Ja, erstmal gleich zu Anfang. Ich weiß noch nicht, ob das regelmäßig kommen wird. Nee, sagen wir anders. Ich weiß ganz sicher, dass es nicht regelmäßig kommen wird. Oh Mann, ist das laut. Aber die Musik ist schon episch, oder? Ich glaube, ich muss das runterregeln. Egal. Ja, ich weiß, dass es nicht regelmäßig kommen wird, weil ich dafür einfach nicht die Zeit habe, um das regelmäßig aufzunehmen und da Folgen rauszubringen. Ja, ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und ihr könnt trotzdem einigermaßen folgen. Ich spiele das Spiel vollkommen blind. Ich habe eben nur ganz kurz einmal das Spiel angehabt, um die Spieleinstellungen zu machen und Grafikoptionen und Sound ein bisschen einzustellen. Den Sound schon runtergedreht, das war schon so laut, da sind mir echt die Ohren weggeflogen. Ja, wie ich eben schon aber an der Steuerung gesehen habe, soll man das eigentlich wohl mit Gamepad spielen. Ich werde das aber mit Maus und Tastatur spielen, ganz einfach, weil. Pff, ne? So, drücke beliebige Taste. Aha. Das Spiel speichert deinen Fortschritt automatisch zu bestimmten Zeitpunkten jedes Mal, wenn du das angezeigte Symbol siehst. Super. Hoffentlich wird das öfter der Fall sein, weil ich das nicht so gerne habe, wenn ich Spiele nicht speichern kann. Ja, bevor wir anfangen, kurzes Status-Update zu dem Spiel. Ja, was gibt's da zu sagen? Ja, Entwickler und Publisher gleichzeitig ist Kalypso Media. Ist ein deutsches Publisher- bzw. Entwicklerstudio. Was sage ich denn? Was haben die denn für Spiele, Bekannte? Weiß ich nicht, fällt mir gerade nichts ein. Machen jedenfalls viele Spiele, auch für den deutschen Markt und auch für den internationalen Markt. Was ist das laut hier? Nee, das geht nicht. Ich schrei mir die Lunge aus dem Hals, damit ich mich selber überhaupt höre. So, hier einmal. So, besser. Ich hoffe, ihr könnt mich noch hören. Ich stelle noch leiser. Ich hoffe, ihr hört die Musik noch. So, speichern und fortfahren. Ja, die kommen aus Deutschland. Gleich vorweg möchte ich sagen, ich habe schon einiges von denen gespielt, was jetzt nicht der Oberhammer war. Na, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, oft haben die ja so das Problem, dass, oder, dass es einfach die Lizenzen nicht gibt. Zum Beispiel haben die einen Rennspielmanager, der eigentlich Formel 1 Manager sein soll. Das spiele ich ganz gerne eigentlich. Ich finde das Spiel auch relativ gut. Aber die haben zum Beispiel für die Formel 1 keine Lizenzen und sowas. Also ist immer so ein bisschen schwierig bei den Spielen von Kalypso, wobei ich aber doch ganz zuversichtlich bin. So, zu dem Spiel an sich. Ich habe keine Ahnung, um was es geht. Ich weiß nur, dass es um DSA geht, ja, das schwarze Auge. Ich bin ein Riesenfan von DSA. Wenn ich weiß, was das ist, gibst du einen Google DSA, findste. Das ist, erkläre ich kurz, ein Pen-and-Paper-Spiel, entwickelt vom Ulrich Gisow, erfunden. Ja, deutsches Pen-and-Paper-Spiel. Was macht man bei einem Pen-and-Paper? Also, wer es nicht kennt, man setzt sich mit ein paar Leuten an den Tisch. Hat so einen Charakterbogen wie bei einem Rollenspiel vor sich liegen, wo seine Werte draufstehen. Dann gibt es einen, der erzählt mehr oder weniger eine Geschichte. Und der Rest der Gruppe, die erleben praktisch diese erzählte Geschichte mit ihren Charakteren und beschreiben, was sie tun. Und ja, also DSA, eine Riesenwelt. Es gibt einfach Unmengen darüber zu wissen. Ich spiele schon seit. Lass mich lügen. 12, 13 Jahren oder sowas, DSA. Ja, kommt hin ungefähr. Und selbst ich weiß nicht alles. Also, es gibt unendlich viel zu wissen einfach und es gibt unendlich viele Geschichten, die man erzählen kann. Und deshalb würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an. Oh, einfach nur mal schwer. Ich würde ja einfach nehmen, aber dann sagt ihr, du bist ja Pussy. Nehmen wir normal. Durch einen hohen Talent. Drang in Überreden. Kannst du zusätzliche Belohnungen heraushandeln und manchmal auch Questverläufe Im beeinflussen? Namen Sankt Barbarats
seines verbotenen Wissens und seiner göttlichen Macht. Dies ist der Tag des ersten Paladins. Von heute an wird Blut aus Blut erweckt. Freiheit aus Schmerz, Macht aus Willen. Jeder Mensch ein Magier. Auf diesen Altären entbiete ich meinen Tribut. Fleisch, das ungeboren. Reine Seelen ohne Fehl. Im Namen des ewigen Barbarat, Arthur Kiorum Zulgarot, Ob Zerabinia, Ides Rapin Zulgarot. Fast zwei Jahrzehnte ist es her, dass Barbarat den Osten Aventuriens mit Untod und Verderbnis überzog. Wer kämpfte, wurde besiegt. Wer aufgab, wurde selbst zum Schuften. Nur wer floh, entkam dem endlosen Heerwurm, in dem die Toten von Schlachtfeld zu Schlachtfeld marschierten. Todes fiel Barbarat. Die Dämonenkrone, das Symbol seiner Herrschaft, zerbarst unter der Götterklinge Siebenstreich. In den Trümmern von Barbarats Reich entstanden die verfluchten Schattenlande. Grausame Kriegsherren kämpften um die Herrschaft und brachten den Menschen Schlimmeres als nur den Tod. Auch wir sind geflohen. Euer ganzes Leben lang. Geflohen, bis die Ritter der Kriegsgöttin Rondra die Stadt Warung befreiten. Hier könnten wir leben, endlich Frieden finden. Chiron, wir dürfen nicht scheitern. Sie ist hierher gerannt. Mehr weiß ich auch nicht. Ich schätze, die Heiratspläne deines Vaters haben mir nicht gepasst. Meine Familie geht dich einen Dreck an. Schon gut, schon gut. Ich misch mich nicht ein. Darf ich jetzt gehen? Noch nicht. Das Tor da, wohin führt es? Tiefer in den Molchenberg. Mehr weiß ich auch nicht. Hab mich nie tiefer reingetraut. Wir holen sie raus. Dieses Tor ist nicht ohne Grund verschlossen. Der Molchenberg ist voller Gefahren und finsterer Geheimnisse. Die Untoten sind doch das Harmloseste da drin. Wolfsechsen, Dämonide. Bei der dunklen Mutter, deine Schwester ist vielleicht schon tot. Ich werde reingehen und ich werde wieder rauskommen. Mit ihr. Und du kannst jetzt gehen. Feige Sau. So. Jo, das geht ja schon gut los. Ich hau ab. Nein, natürlich nicht. Das geht ja schon gut los. Ich hoffe, hier gibt's keine Spinnen. Ich hasse Spinnen. Es gibt natürlich immer Spinnen. Was haben wir da? Was ist das? Oh nö, das sind ja nur Hundis. Kann ich ranzoomen? Nee, ich kann nicht zoomen. Kann ich meine Waffe ziehen? Wie ziehe ich denn meine Waffe? Gar nicht. das geht ja schon. Springen kann ich auch nicht. Das hier. Oh. Huch. Shift. Aha. Ja, das geht ja schon super los. Und zwar, ich weiß nicht, inwieweit das noch erklärt wird. Ich könnte euch natürlich jetzt ganz viel Hintergrundinformationen geben. Barbarat. Wer ist Barbarat? Barbarat, die Geißel der Galaxis. Nein, die Geißel Aventuriens. Der böseste Bösiman, den es gibt. Der alle tötet und Dämonenherrscher ist und, naja. Wie auch immer. Ich glaube, wir müssen den Hebel hier ziehen, oder? Ich würde sagen, wir benutzen ihn einfach mal. Ah! Darf ich... Neuer Codex-Eintrag. Tutorial. Tutorial. L? Prolog? Nee. K? Nee. Ups. Oh, jetzt habe ich, I? Inventar. Tonu. Oh, hier können wir Waffen und so. Aber da haben wir nichts zum Auswählen.
Aha. Plunder. Ausrüstung. Na gut. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Die töten uns jetzt, weil ich weiß nämlich nicht, wie man kämpft. Ah, so. Ah! Hilfe! Yeah! Sterbt alle! Kann ich auch blocken? Nö. Nur angreifen. Okay. Pam! Also ich muss ja sagen, Echsenschuppen. Schnell wie der Blitz. Und genauso töricht wie deine Schwester. Naja. Ich habe vom Besten gelernt. Wer bist du denn? Irgendwann wird dich dein Übermut noch umbringen. Ja, klar. Ach komm, Vater. Ah ja. Im schlimmsten Fall wäre ich auf ihren Gedärmen ausgerutscht. Genug jetzt. Wir sind hier, um Kalandra zu finden. Jemand muss sie zur Vernunft bringen. Ja, ja. Vernunft? Du zwingst sie zu dieser Heirat und verlangst dann Vernunft? An ihrer Stelle wäre ich auch abgehauen. Du hältst es also für richtig, dass sie einfach wegläuft? Dass sie mit ihrer Selbstsucht eure Zukunft riskiert? Sie trägt Verantwortung. Das muss sie begreifen. Unsere Zukunft. Kalandra heiratet Falk von Arivor und alles wird gut. Wir werden anständige Warunker Bürger und leben glücklich in Frieden und Wohlstand bis ans Ende unserer Tage. Deine Schwester bedeutet mir genauso viel wie dir. Das weißt du. Darum müssen wir sie finden, bevor es zu spät ist. Ja, immer diese Mädchen, die abhauen. Schrecklich! Aber recht hat er ja, ne? Ey! Ich hasse es, wenn du recht hast. Ja. Wir haben immer getan, was nötig war. Kalandra wird es verstehen, sobald sie sich wieder beruhigt hat. Ja, ja, die ist ja auch schon tot. Dumm, weiter durch die Schattenlande zu ziehen. Ich kann euch ja nicht ewig beschützen. Nö. Obwohl du natürlich der Flinkeste von uns bist. Also, hör mir gut zu. Kalandra geht es um mehr als ein Versteck. Sie weiß, dass wir sie suchen und zurück zu Falk bringen werden. Deswegen ist sie nicht alleine hergekommen. Sag nicht, dass sie mit einem Mann hier ist. Falk will eine unberührte Braut. Das weiß sie. Ja, den, nee, komm. Ey, da, wenn ich so eine, Konversation schon am Anfang führen muss, da werde ich schon aggressiv. So jemanden will ich schon gar nicht retten, der so blöd ist. Nee, da habe ich schon gar nicht, keine Lust mehr. Wenn er sie anfasst, schlage ich ihn in Stücke. Ja. Der Beschützerinstinkt des großen Bruders. Kein Blut vergießen, kein Blut vermischen. Das ist Familie. Hast du uns ja lang genug eingebläut und bis heute nicht erklärt, was das genau bedeutet. Ich hatte meine Gründe. Glaub es einfach. Die Zeit läuft uns davon. Schnitt. Ich gehe los. Du bleibst hier und du... Ja, warte draußen und halt mir den Rücken frei. Sei bei deiner Suche vorsichtig. Die Warunker sagen, dass hier nicht nur Echsen und Untote unterwegs sind. Von diesen schwarzen Schergen habe ich gehört. Noch ein dunkler Schrecken für meine Liste. Geh ihm aus dem Weg. Er ist tödlich und du bist allein. Finde Kalandra und bring sie zurück. Ich werde draußen warten. Und egal, was passiert oder wie verletzt Kalandra auch immer sein mag, vermischt nicht euer Blut. Es ist bis jetzt nicht passiert und es wird dieses Mal auch nicht passieren. Vermischt nicht euer Blut. Hat einer AIDS oder was? So, der humpelt raus und was haben wir eigentlich für eine stylische Hose? Nee, das sind unsere Stiefel, oder? So, dein erster Auftrag wurde im Questbuch eingetragen. Der Kompass am oberen Bildschirmrand zeigt zum Ziel. Echt jetzt? Guck mal, das ist eine Kiste. Ich geh erstmal, was ist denn das hier? Das kann ich das nicht mitnehmen? Nee. Ich kann nicht springen, ich will springen. Was ist denn das hier? Aufnehmen. Kupferprügel. Was sind Kupferprügel? Ich muss mal kurz husten. So, was haben wir hier? Kupferprügel. Na, guck mal, siehst du, der macht 3 Schadenspunkte. Nehmen wir den noch mit. Was hier mit Wurfmesser? Kann ich die Wurfmesser benutzen? Ich kann die nicht rausnehmen. Ich kann die Waffe so. Ich kann echt keine Waffe ziehen. Der zieht die so automatisch.